Da. Habt vielen Dank, dass ihr uns Anya zurückgebracht habt. Als Zeichen meines Dankes habe ich diesen Zauber gewirkt, der eure Widerstandskraft steigert. Ich weiß, das ist nicht viel. Danke. Aber vielleicht kann es euch nützlich sein. Bitte geht und redet mit Anya. Sie hat wichtige Neuigkeiten über Nilatak. Nilatak. Habt viele. Lasse. Ich. Hä? Von mir aus. Anya. Schön, euch zu sehen. Anya. Ihr habt mir und meinem Volk gezeigt, dass ihr ein wahrer Held seid. Dies sind dunkle Zeiten, Krieger. Ich hoffe, ihr könnt Baals Schreckensherrschaft beenden. Baals. Unser Ältestenrat, dem auch mein Vater Aust angehörte, ist nicht mehr. Nur die Aussicht auf Rache an Baal hat uns vor völliger Verzweiflung bewahrt. Das ist so schlecht vorgelesen. Habt Dank, edler Held, dass ihr mich gerettet habt. Als Zeichen meiner persönlichen Dankbarkeit gebe ich euch dies. Ich habe es von Lasuk eigens für euch anfertigen lassen. Held? Latak sagte mir, er habe mit Baal einen Pakt zum Schutz von Harugard geschlossen. Als Gegenleistung für die Gnade des Dämons will der verblendete Narr Baal das Relikt der Urahnen geben, unser heiligstes Totem. Damit ermöglicht er Baal, den Berg Ariad unbehelligt von den Urahnen zu betreten. Ich habe versucht, Nilatak aufzuhalten, aber er hat mich in dieser Eisgruft eingesperrt. Nilatak muss aufgehalten werden, bevor er die ganze Welt dem Untergang preisgibt. So gerne ich ihn zu Tode würgen würde, ich fürchte, mir fehlt die Kraft dazu. Ihr müsst durch dieses Portal, das ich geöffnet habe, in sein Lager eindringen, ihn besiegen und das Relikt der Urahnen zurückbringen. Lasst okay. Nilatak nicht zerstören, was wir seit Äonen beschützen. Das war gerade so schlecht vorgelesen. So richtig schlecht. Wieso will der mir die Belohnung nicht geben? Es hieß doch ein Zauber. Meine schlimmsten. Ich. Ach, da ist er. Nice. Jetzt ist das weg. Okay. Auf in den Tempel. So, Helk hat ein Anime. Ich habe Helk schon ewig nicht mehr gelesen. Aber Helk war noch nicht fertig, oder? War Helk schon fertig? Ich weiß es. Doch, war fertig. Dann habe ich ihn doch zu Ende gelesen. Das ist dann aber auch ewig wieder her. Ah, der altbekannte Geruch des Todes. Und wird jedes Mal Zeit, wenn ich ans Ende denke. Ups. Ich habe das Ende schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder vergessen. Es gibt doch jetzt, gibt's die schon, die zweite Staffel von, Dings da. Nicht Demon's Sword. Oh Gott. Mit den Atemtechniken, das. Wie heißt das nochmal? Mit dem Bruder, der seine Schwester vor dem. Oh Gott. Da gab es auch die erste Staffel als Anime. Ganz, ganz lange gar nichts. Währenddessen ist der Manga komplett abgeschlossen. Demon ist noch Demon Slayer. Und währenddessen ist der gesamte Manga abgeschlossen. Und dann haben sie sich jetzt gedacht, doch machen wir mal die zweite Staffel, nicht?
Halle der Qual. Ist ja auch schon durch mit Anime, oder? Nein. Nein, 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 nein. Es ist doch erst die zweite Staffel rausgekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Also ich habe sie nicht geguckt bis jetzt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die zweite Staffel den gesamten Manga abgedeckt hat, der noch fehlt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil am Ende von Staffel 1 stirbt ja erst der hier dieser Typ mit dem Feueratem. Der zu diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, schon ewig her. Zu den Besten dieses Clans gehört. Danach kommt hier eine ganze Menge noch. Keine Ahnung, wie sie mitgekommen. Na dann. Ja, auf jeden Fall, da kommt man eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Also, ja, keine Ahnung, wie viele Manga-Kapitel es noch waren, aber eine ganze Menge. Aber den fand ich tatsächlich gut. Den Manga und den Anime. Aktuell habe ich halt ein paar Manuas, die ich lese und ein paar Mangas. Aber von denen gibt es keinen Anime. Und ich glaube auch nicht, dass es den irgendwann geben wird, so schnell. Ich überlege gerade, kommt denn noch irgendein Anime-Release jetzt in nächster Zeit? Ich weiß, auf Netflix gibt es die zweite Staffel von Baki. Auch ein Manga, den ich komplett gelesen habe, nachdem ich die erste Staffel geguckt habe auf Netflix. Ist aber auch so ein herrlich bescheuerter Manga, Anime, je nachdem, wie man sehen will. Record of Ragnarök. Da habe ich auch den Manga weitergelesen. Das heißt, ich bin ein ganzes Stück vor dem Anime. Aber da habe ich jetzt auch erstmal Pause gemacht. Weil, naja, es ist jetzt nicht das Storywunder. Ist immer so komisch, dass mir so eine Schale angezeigt wird. Warum auch immer. Hier ist Nickes. Weiter geht's. Einmal schön im Kreis laufen. Aha, das sieht auf jeden Fall schön groß aus. Könnte in die richtige Richtung gehen. Thank you.
Dämonenlederschärfer. Aha. Mehr Tränkslots. Mehr Tränkslots, mehr Tränkslots. Und ich bin mal gespannt. Wer hat das reingepostet? Weiß ich gar nicht. Moment. Genau, Zyrados war es mit dem Trailer zum fünften, zu Gear 5 bei One Piece. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Okay. Der liegt ja einfach rum. Alle der Schmerzen. Das Schlimme ist, es ist halt so eine dauerhafte Wiederholung dieser Hallen. Aua. Geht. Einfach um auf eine Nummer sicher zu gehen. Todeszinker. Hallo, Wäckchen. Bist du nicht länger auf Wacken? Ups. Hast du jetzt nur einen halben Tag da? Ach so, dein BFF ist da nicht. Ich dachte, ich habe schon verpasst, dass du jetzt auf Wacken bist. Also, ja, es ist halt eine Schlammschlacht, ne? Das ist heute deine erste Theoriestunde. Wie war's? Anstrengend? Ich weiß tatsächlich gar nicht, macht man mehr Theorie, wenn du das in diesem Quick-and-Fast-System machst? Also wenn ich mir das so angucke, habe ich das Gefühl, ich spiele hier einen Pac-Man. Einheit muss ich Minimum machen und jede Einheit ist bei 1,5 Stunden. Ne, das habe ich aber auch gehabt. 1,5 Stunden habe ich auch gehabt. Hätte ja sein können, dass du auch mehr Stunden an einem Tag hast. Also mehr Einheiten.
Wo ist denn diese Halle von Wort? Holt mir mal ein Level bitte. Also der Unterricht war ganz nett. Ich hätte alleine mehr gelernt. Das habe ich damals aber auch gehabt. Ich finde, so ein Theorieunterricht im Führerschein ist halt super langsam. Weil man das Gefühl hat, die erklären das echt für dumme Leute. Oh, endlich die letzten Hallen. Und lass mich raten, die sind einfach nochmal genauso groß. Zuerst haben die keinen Lehrer, dann sagt der eine die Praxisstunde ab, um Theorie zu machen, und dann reißt der schlechte Witz aus. Schön. Schön. Schlechte Witze. Die Witze waren so schlecht und die anderen Spieler so dumm, dass keiner auch nur anstand zu. Ja. Wie alt ist der Fahrlehrer gewesen? War der denn schon was älter oder war das eher ein jüngerer? Wenn er jünger war, ist es noch trauriger. Circa 60. Ja, okay. Das sind eh sehr schwierige Menschen. Mit Witzen. Ich habe auch Kollegen, die mit irgendwas in den 50 sind. Die machen auch keine guten Witze. Nichts. Ich habe aber die Hoffnung, dass diese Map kleiner ist. Fingers crossed. Aber du musst es positiv sehen, Wölkchen. Du hast jetzt nur noch 13 Einheiten. Da war ich mal ganz kurz eingesperrt. Es war heute Lektion 12. Verhalten gegenüber anderem im Verkehr und Folgen des Missachtens. Die Stelle, wo einige zeigten, dass sie durch den Unfall querschnittsgelähmt waren. Alter hat er über den Video geschimpft, welcher den Unfall selbst getötet hatte. Hä? Moment, wer jetzt? Ihr habt euch ein Video angeguckt, wo einer was interviewt wurde, oder was wurde da gemacht? Hä? Oder hat man einfach einen Unfall gesehen, wo einer danach querschnittsgelähmt war? Klingt komisch auf jeden Fall.
Der Lehrer. Da waren kleine Videoausschnitte. Einer davon hatte den Unfall selbst verursacht und ist nun gelähmt. Der Lehrer hat sich über ihn aufgeregt und geschimpft. Okay. Naja, ja gut, aber das ist ja auch ein bisschen Bestandteil. Das soll ja auch aufregend, also das soll einen ja auch aufregen in diesen Beispielvideos meistens. Deine erste Praxisstunde ist am 21.8. Also in 3 Wochen knapp. Bin gespannt. Aber davor bist du schon im Simulator gewesen, ne? Dinge, die es bei mir noch nicht so gab. Ja, aber ich habe eher Mitleid mit ihm. Anfang 20 und für immer in den Rollstuhl gekommen. Ja, wobei... Also nennt mich jetzt empathielos. Ja, es ist in gewissem Maße, es ist traurig für die Person. Aber es ist eigentlich viel trauriger, dass so Personen erst das erleben müssen, damit sie es verstehen. Weil ganz ehrlich, keiner mit 18 oder 19 oder 20 setzt sich ins Auto, fährt mit 100 durch die Stadt, als Beispiel, jetzt drastisch gesehen, und glaubt, dass das total toll ist. Also, dass da keine Gefahr ist. Die Leute wissen alle, dass da eine Gefahr ist. Er hat sich genau in der Ecke versteckt, ne, wo man nicht hinkommt. Das ist doch nicht dein Ernst. Komm da raus. Jetzt aber. Skeletti Gangbang. Gut. Ja, okay. Prinzipiell ja, aber es ist etwas, das ich keinem wünsche. Das ist aber auch was anderes. Ne? Ihr wart ein trauriger kleiner Mann, Nilatak. So. Das haben wir gesagt. Es ist ja ein Unterschied zwischen es jemandem wünschen und in einem Übermaß zu sagen, oh, das ist so traurig, dass es ihm passiert ist. Also ich bin da einfach ein bisschen empathielos und das ist auch bei Kollegen von mir, wenn die, wie die manchmal auch erzählen, wie sie fahren und was sie tun. Und ich denke mir halt immer meinen Teil und denke mir, du machst das so lange, bis irgendwas passiert. In 90% der Fälle passiert dir nichts, aber deinen Beifahrern, anderen Fahrern, Fußgängern, Radfahrern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du davon was trägst, ist eigentlich gering, verhältnismäßig, weil... statistisch ist es, glaube ich, auch so, dass meistens die Beifahrer sterben oder dass Fußgänger dann sterben oder andere Fahrer sterben und nicht der Verursacher. Ich kann nicht noch mehr tragen. Mhm. Best, sprecht mit Anja, bevor ihr durch den Kristalldurchgang geht und am Gletscherweg vorbei zum Gipfel des Berges. Also, das heißt, hier muss ich gar nichts machen. Okay.
Guten Tag. Der arme Kane, der will auch nur noch schlafen gehen, glaube ich. Jedes Mal, wenn ich. Ach nee, mit dir kann ich nur anheuern. Da. Seid gegrüßt. Zack. Sehr gut. Oh, da kommt Ciavo. Ciavo, der es beruflich aufwischen muss. Hab null Mitleid für solche Menschen. Zuletzt erst verursachter Unfall. Betrunken und zu schnell. Beifahrerin 19 tot. Er hat natürlich überlebt. Zweite Mitfahrerin ist zum Glück einen halben Kilometer vorher ausgestiegen, weil er zu schnell war. Wow. Und er wird, wenn er ein bisschen Anstand hat, sein Leben lang die Schuld dafür tragen. Ja, aber genau das ist ja das, was ich meine. Es ist doch krank, dass sowas erst passieren muss, damit die anfangen, drüber nachzudenken. Ne? Kosik, nicht Französisch. Nicht Französisch. Moin, Kosik. Das ist wie bei einer gewissen anderen Person, die den Führerschein abgegeben hat, weil er betrunken Auto gefahren ist. Und was habe ich letztens erfahren? Er fährt trotzdem Auto. Da merkst du ja schon, dass kein Schuldbewusstsein da ist. Ich wäre so ein A und würde es melden. Naja, das Problem ist, du kannst, also selbst wenn ich es melden würde, du musst es ja so melden, dass sie ihn erwischen können. Das ist das, was dann fehlt. Hm? Guten Morgen. Ihr habt Nihlatak aufgehalten, aber er hatte das Relikt nicht. Er muss es Baal bereits übergeben haben. Nun muss sich Baal keiner Prüfung unterziehen, wenn er den Gipfel des Ariad erreicht. Nihlatak sei verflucht. Aber ich danke euch, dass ihr es versucht habt. Bitte lasst mich euren Wagemut belohnen, indem ich euren Namen magisch auf einen Gegenstand eurer Wahl schreibe. Das wenigstens bin ich euch schuldig. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. So. Benutze den Weg der Urahnen, um die Urahnen auf dem Gipfel des Areal zu finden. Okay. Wo?